Peace, Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ist Kelvin. Und heute gibt's die Challenge, wer braucht weniger Bisse? Genau, das ist eine sehr witzige Challenge. Ihr kennt ja schon die Ein-Biss-Challenge, die kam ja richtig gut bei euch an. Und diesmal, wer braucht weniger Bisse? Wir haben jetzt jeder, gleiche Produkte kriegt jeder. Genau. Wer weniger Bisse da schafft, der gewinnt natürlich. So ist es. Ja, wir fangen an mit einem stabilen Döner. Dönerchen. Wer weniger Bisse braucht. Genau, wir beißen einmal ab, dann machen wir den Mund leer, sagen eins genau. Und so weiter, bis ja. Der weg ist halt, ne? Genau. Okay, dann so. Fangen wir an hier. Genau. Alles muss rein. Jawohl. Mir ist hier ein bisschen rausgefallen. Ja. Zum Mädchen. Okay. Hast du eine Taktik? Fängst du von der Seite an? Ich weiß nicht. Mal schauen. Ich hoffe, es fällt nicht raus hier. Ja. Wir müssen, wie machen wir das, wenn das rausfliegt so? Dann müssen wir es wieder reinstopfen. Okay. Okay, machen wir mal abwechselnd oder gleichzeitig. Oder wir können gleichzeitig abbeißen. Ja, oder? Können gleichzeitig abbeißen. Ja. Okay. Dann. Jetzt brauchen wir einen Großmaul auf jeden Fall. Ja. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare abstimmen, für wen ihr seid. Entweder für mich, Marvin oder Kelvin. Genau, bezogen auf alle Produkte. Wir haben ja insgesamt ein. Ja, wer der M-Sieger ist. Genau. Am Ende gibt es eine Strafe, Leute, haben wir vergessen zu sagen. Ja. Schreibt jetzt in die Kommis, für wen ihr seid. Okay. Ich sagen. Na go. Erster Biss. Drei. Bist du bereit? Zwei, eins und go. Okay. Der erste Biss. Mhm. Ich bin bereit für den zweiten. Okay, zweiter Biss. Und go. Go. Mhm. Schon gut was weggegangen. Mhm. Ich bin gespannt, wie viel ich für einen Döner brauche. Mhm. Ist mal interessant. Ich denke so fünf insgesamt. Echt? Denke ich. Okay. Okay, bist du ready? Und Nummer 3. Dritter Biss, ne? Dritter Biss, Leute. Okay. So, wir kommen jetzt zum vierten, ne? Mein Freund. Dritter Biss. Bist du ready? Ja. Und go. Go. Schon am Brocken. Noch schwerer als ich gedacht habe. Okay. Drei habe ich safe. Drei, dann ist er weg. Safe. Ready. Der. Oh. Wir werden es später im Schnitt hier ja, noch sehen. Der war mir eh mal gleich. Nee, eh mal gleich. Sag ich mal einfach der fünfte, ne? Der vierte? Oder vierte? Vierter oder fünfter bist du. Ja, wir sind ja eh mal gleich. Okay. Ready? Go. Hier fällt die Hälfte raus. Zwei Bisse noch. Also haben wir drei geholt. Mit Ansage. Bist du ready für den nächsten? Bereit, mal. Fünfter oder sechster bis jetzt. Mhm. Ready? Das war's schon drauf. Kann man schon schaffen eigentlich, ne? Mach du? Ich krieg das im Mund, ey, bitte. Sag mal, Homo. Okay. Homo. Ready? Von behalten. Okay. Unentschieden. 6 oder 7 Bisse haben wir jetzt gebraucht. Ich würde sagen, ab zum nächsten Produkt. So, nächstes Produkt. Banane. Eine Banane jeweils. Wir müssen jetzt eine gleich große finden. Doch, ja, doch, perfekt. Doch. Das sieht perfekt gleich. Sieht echt gut aus. Ein Bananchen. Schälen wir mal. Schon mal komplett schälen. Ja, also unten ist nur ein bisschen ganz ab. So ein bisschen. So, und mach ich auch. Mach ein ganz kleines Stück ab. So. Ja, dann ist es gleich groß. Okay. Ich glaube, ich brauche dafür zwei. Ja, ich versuche einen. Also, ich schaffe einen. Einen? Ja. Du musst dir voll zusammenkriegen. Ja. War das eigentlich lustig? Ist erlaubt, ist erlaubt. Ja, natürlich. Da kann man schon. Alles also, erlaubt. Das darf man dann. Man darf aber nicht so ein Mini abbeißen und dann weiter reindrücken. Es muss in einem reingepresst werden, ne? Erst dann darfst du beißen, wenn alles drin ist. Okay, ready? Okay, go. No Homo-Basis, Leute. No Homo-Basis. Okay, ready? Go.
Ich werde mal zugucken, wie du das anstellst. Mache! Wow, Respekt. Wieder Gleichstand. Krass, Mann. Hat geklappt. Wenn unentschieden ist zum Schluss, dann kriegt keiner eine Strafe. Vielleicht kriegt keiner eine, mal schauen. Weil man uns verdient hat, dann durchzuziehen, ne? Leute, jetzt kommen wir hier zu so Proteinriegeln. Yes. Die sind richtig groß. Die haben 50 Gramm Eiweiß pro Riegel. Haben extra genommen, weil die so groß sind. Ja. Machen wir auf hier. Mal aus. Sehr, sehr lecker sieht der aus. So ein fetter Block ist das, Eiweißriegel. Das ist ein dickes Ding. Wer den in weniger Bissen schafft, der gewinnt. Ich glaube, 2 bis 3. Weil der 2 ist machbar. Ja, schon. 2 ist machbar. Genau. Bist du ready? Hier ist das Prachtstück. 3, 2, 1, go. Boah. Boah. Kiefertraining. So, der zweite Block. Ich glaube, der ist kleiner als der erste. Ja, yeah. Ne? Den ersten haben wir schon gut abgemacht. Müssen wir den jetzt 100 Prozent. Der müsste easy sein. Okay, go und go. Okay, geschafft endlich. Das war eine Challenge, Junge. Aber wieder Gleichstand, Leute. Wieder Gleichstand. So, das letzte Produkt kommt von Mac'is. Und einen Cheeseburger. Jeder hat einen Cheeseburger. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, den kann man sich auch komplett in den Mund stopfen. Den kann man mit einem beschaffen. Das wird meine Challenge jetzt. Auf jeden Fall deine auch. Meine auch. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Cheeseburger hier schaffen würdet. In einem durch. In einem Biss. Packen wir aus, das gute Stück. Obwohl, schon. Ja, man kann ihn gut kneten. So, aber. Man kann gut kneten. Boah, ich bin gespannt. Mal reingucken, wie der aussieht. Ja. Sehr simpel gehalten. Ja. Ja. Okay. Okay. Sollen wir den auch können, so knicken? So? Ja klar, kannst du alles knicken, wie du willst. Müsste eigentlich klappen, Leute. Ja, das weiß ich nicht. Aber irgendwie? Jetzt, man denkt so klein, wenn man jetzt in der Hand hat, ist dann schon so ein Volumen. Okay. Bist du bereit? Krabbenburger, Leute. Krabbenburger. Letzte Produkt. Bis jetzt Gleichstand. Wer ist Gleichstand? Mal gucken, ob der entscheidet. Wenn es jetzt schafft, ist gar keine Strafe, ne? Ja. Wow. Ready? Go. Go. Oh. Oh, oh. Oh. Scheiße. War mir doch zu viel, Leute. Das war echt so ein Volumen. Das Brötchen war zu big, Mann. Schade. Cheeseburger mit einem Biss. Wir sehen, wer das nachmacht. Schreibt in die Kommis. Ja, Respekt. Haben wir noch gepflegt. Zu deiner Strafe. Oh, leider ja. Hast du schon eine? Ich habe eine. Und zwar. Bananenschale. Digga, was ist los mit dir? Soll ich die, mir die jetzt schmecken lassen oder was? Beiß ein Stück ab, dann ist es. Digga. Nicht schon wieder eine Banane, Alter. Nur hier das Stück. Diesmal keine ganze. Oh Mann, na gut. Das Stückchen. Pure Schale. Passt jetzt wenigstens in den Mund, aber ist nicht lecker. Boah. Boah. Das ist zäh. Alter, das ist eklig. Boah. Muss auch runterschlucken. Mhm. Boah, das ist bitter, ey. Mhm. Die Schale, ey. Boah. Boah. Hat gemundet. Und? Boah. Ja, okay, nice. Das war die Strafe, Leute. Und die Challenge. Leute, wenn euch die Challenge gefallen hat, gebt jetzt einen fetten Daumen hoch.
Und wenn ihr noch eine Folge wollt, schaut doch in die Comments, mit was wir das noch machen sollen. Lebensmittel, ja. Falls wir noch eine Folge machen sollen. Ansonsten, folgt uns auf Instagram einmal hier, Marfit und hier KelvinFitty. Und Snapchat natürlich auch, Leute. Seid ihr immer auf dem neuesten Stand für freshe Bilder etc. pp. Und Updates, alles Mögliche. Genau. Folgt uns auf jeden Fall. Checkt noch gerne unseren Shop ab. Erster Link in der Beschreibung. Gibt's geilen Merch, T-Shirts, was ihr wollt, Hoodies etc. Genau. pp. Und noch schöne Grüße an Leila. Bam! Grüße die Lokal-TV. Danke dafür. Wenn ihr auch was ein Grüße wollt, müsst ihr einfach nur abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen klicken, dann auf aktivieren und kriegt immer eine neue Nachricht, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Geiler Service. Yes, dann schreibt mir kommt da rein, Lokal-TV, wenn ihr seht, wie die Glocke aktiviert. Und ansonsten würde ich sagen, bis morgen.